Das Homemade Office steht bekanntlich niemals still. Und zwar, wir haben unser Office umgebaut und wir nehmen dich heute mit und zeigen dir vorher, nachher und worauf wir insbesondere geachtet haben. Ich bin Monika, Innenarchitektin und die Gründerin der Firma Homemade. Mein Team und ich, wir gestalten Wohlfühl zu Hause für unsere Kunden und nehmen dich heute mit. Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Wer schon ein bisschen bei uns dabei ist und den Kanal abonniert hat, der kennt natürlich vielleicht das Video, das du quasi ganz unten findest. Und zwar, das war der Einzug in unser neues Büro. Und damals haben wir einen riesengroßen Mustertisch. Ja, das war das Zentrum unseres Büros. Und in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was getan. Aber genau dieses Video war quasi der Anfang auch unserer YouTube-Karriere. Was erwartet dich hier? Wir möchten dich hinter unsere Kulissen führen. Nein, nicht unsere Kulissen. So, in der Zwischenzeit ist natürlich ein bisschen was passiert, sind knapp 3-4 Jahre ins Land gegangen und unser Team ist gewachsen, die Anforderungen haben sich verändert und es ist tatsächlich im Büro ein bisschen mehr laut und unruhig geworden. Und da wollten wir einfach eine Veränderung, damit wir besser arbeiten können. Umzug war für uns jetzt in dem Sinn eigentlich keine Option, weil wir uns hier wohlfühlen, weil unser Standort eigentlich super ist. Deswegen haben wir mal das ganze Büro und die Ausstellungsfläche komplett umgemodelt und umgebaut. Und dann nehmen wir euch heute mit. So, das Allerwichtigste ist natürlich, sollen sich alle im Team wohlfühlen. Deswegen sind wir mal losgestartet und haben Ideen gesammelt beziehungsweise haben gemeinsam überlegt, wer stellt sich was vor und was wollen wir, in welche Richtung wollen wir gehen. Und so hat das ganze Team quasi Ideen gesammelt und diese Ideen haben wir versucht umzusetzen. Natürlich nicht eins zu eins, sondern am Ende des Tages geht es darum, ein gewisses Raumgefühl damit zu erreichen und genau das haben wir eben entsprechend auch umgesetzt. Jetzt wissen wir natürlich, wie sich der Raum anfühlen soll. Da gibt es natürlich aber auch noch wesentlich weitere, gerade im Büro, Dinge, auf die wir achten müssen. Zum Beispiel eine ganz klassische, ja, eine Bedarfsanalyse. Was brauchen wir? Wie viel Platz brauchen wir dafür? Wie sind denn die Verkehrswege zum Beispiel? Und auch, naja, wäre es vielleicht ein bisschen lauter bei uns im Team oder wer telefoniert viel? Und wie können wir die Räume entsprechend auch akustisch zum Beispiel trennen oder dass wir vielleicht auch noch Sichtachsen haben. Wir wollen ja unsere Kommunikation irgendwie aufrechterhalten, aber trotzdem soll es nicht so laut sein. Und da gibt es natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel, wir wollen gemeinsam essen, wir brauchen einen Besprechungsraum, aber auch, ja, wo passiert denn die eigentliche Arbeit, wie unser Mustertisch zum Beispiel. Solche Dinge kommen quasi in die Bedarfsanalyse. Und danach geht es quasi ins Feinere, in die Optimierungsanalyse. Da schauen wir uns nochmal genauer an, wie funktionieren wirklich die Kommunikationen, wie funktionieren die einzelnen Arbeitsschritte, welche Prozesse haben wir, wer geht zum Drucker, wer druckt zum Beispiel mehr oder weniger oder wie kommen denn alle in die Küche, ohne die anderen zu stören, solche Dinge. Und wie können wir sozusagen da eine Optimierung herbeiführen. So, und der letzte Schritt ist die Bedürfnisanalyse bzw. wie können wir sozusagen die Bedürfnisse der Einzelnen entsprechend im Raum umsetzen. Das Thema Wohlfühlen ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die sich eine Couch gewünscht hat. Nichts leichter als das. Also es geht sozusagen um einen Ruhebereich. Das sind sozusagen die Bedürfnisse, die jemand hat, eine Art Rückzug. Oder jemand möchte vielleicht eher die Tür schließen. Oder wie können wir auch die Kommunikation, indem wir quasi Bereiche haben, in denen man sich treffen kann, also treffen kann, um dort vielleicht noch mal kleinere Sachen zu besprechen. Einfach so, ohne groß irgendwie ein Meeting zu machen, solche Dinge zum Beispiel. Oder natürlich auch, was ich persönlich sehr, sehr ansprechend finde, sind Pflanzen und Natur im Büro. Und das haben wir natürlich auch versucht reinzuholen. Und natürlich auch für unsere vierbeinigen Mitarbeiter, die sollen sich natürlich auch wohlfühlen. Da müssen wir natürlich auch gucken, dass die entsprechenden Platz haben. Mit all diesen Dingen quasi im Hinterkopf bin ich losmarschiert, habe die Pläne aufgemacht und habe ja angefangen zu planen. Das heißt, ich hatte natürlich auch noch ein paar gewisse, ich nenne es jetzt mal Beschränkungen, beziehungsweise Dinge, die wir auch mitnehmen wollten.
Wir haben ja doch einiges an Möbeln, die auch recht sehr hochwertig sind. Die wollten wir natürlich auch noch entsprechend integrieren. Und dann haben wir natürlich auch noch die Ausstellung, wo wir eben unsere Möbel zeigen können. Die mussten wir auch noch mit integrieren. Somit habe ich angefangen, das Ganze über zwei Etagen quasi im Grundriss einmal bunt durchzuwürfeln und habe mal geguckt, wie wir alles unter einen Hut bekommen können. Und das zeige ich euch jetzt. So, hier machen wir mal eine kurze Zeitreise. Und zwar, das waren die Anfänge unseres, ja, das, was ihr sozusagen in dem allerersten Video gesehen habt. Da waren wir hier noch auf einer Etage. Und zwar hier hinten, also quasi links von mir, war unser Büro. Da sind wir gestartet. Und hier vorne war unser Besprechungstisch. Und hier war die Ausstellung. Wir hatten damals noch eine Küche hier drin, Essbereich, Wohnbereich. Genau, und dann haben wir irgendwann die zweite Etage oben dazu genommen. Und da zeige ich euch mal, was wir hier gemacht haben. Und zwar, hier war schon ein Büro im Bestand, das sitzt im Moment Frieda. Und in dem Bereich saßen die Lisa und die Janine. Und so ist es jetzt quasi geworden. Was habe ich gemacht? Ich habe hier tatsächlich eine Wand eingezogen und das hier wird jetzt mein Büro, weil ich habe mir eine Tür gewünscht. Weil manchmal ist es doch ein bisschen laut und da brauche ich mal meine Ruhe. Eine wichtige Herausforderung oder eine Anforderung war, dass alle Büroräume klimatisiert sind und dass wir das mit unserem Umbau auch weiterhin gewährleisten können. Das heißt, wir haben hier drei Klimageräte. Da muss man natürlich drauf achten. Da kommt man jetzt nicht irgendwo stumpf hier mal eine Wand einziehen zum Beispiel, weil dann wäre dieser Bereich komplett unklimatisiert gewesen. Das wollen wir natürlich vermeiden. So, eine akustische Trennung haben wir gebraucht, insbesondere für mein Büro. Ich habe mir eine Tür gewünscht und die anderen beiden Mädels wollten gerne hier sitzen, beziehungsweise die wollten zusammensitzen. Das war auch so eine Herausforderung. Frieda und Floyd sitzen in diesem Bereich. Und dann habe ich natürlich mal wild rumgeschoben und das ist sozusagen unser Endergebnis, dass wir sozusagen eine komplette Trennung haben. Hier werden wir eine Wand einziehen. Hier haben wir Regale, die wir als Raumteiler benutzen. Hier ist unser Besprechungstisch, beziehungsweise wo wir dann eben auch gemeinsam Mittag essen können. Hier hinten ist die Küche, die ist der Bestand, die kennt ihr schon. Und da haben wir nochmal so eine Couch, so eine kleine Lounge eingebaut. Kann man hier auch komplett mal abtrennen mit einem Vorhang, wenn man mal seine Mittagsruhe genießen möchte oder... Natürlich kann man hier auch Besprechungen machen oder einfach nur mal chillen. Also vorher war dieser Bereich hier komplett befüllt mit unserem Mustertisch. Und der Mustertisch ist eigentlich das Herzstück unserer Arbeit. Da passiert die ganze Zauberei. Wir können quasi auf diesem ganzen Tisch ein ganzes Haus bemustern, durch alle Räume durch. Und das ist eigentlich der große Vorteil, dass man sozusagen auf einen Blick das komplette Haus hat. Und so kann man auch wirklich gewährleisten, dass dort der rote Faden durchgeht. Ganz, ganz wichtig. Und dieser große Mustertisch, der hat seinen Ursprung jetzt in der Ausstellung tatsächlich. Und hier können wir auf dieser großen Fläche bemustern und haben hier einen kompletten Musterraum für alle Muster. Das sieht auch mittlerweile echt gut aus. Wir haben stark auch ausgemistet. Es wird natürlich wieder was dazukommen, aber das ist alles sehr schön. Unser Besprechungsraum, der war vorher, also ja, der war mal hier, dann war er mal da. Jetzt ist er wieder da hinten reingewandert. Hier haben wir unsere Schlafsituation. Also ja, das Bett, das vormals hier stand, das steht jetzt hier. Hier haben wir diese ja auch kleine Besprechungsecke. Das heißt, man muss nicht immer mit den Kunden am Mustertisch sein oder immer am Tisch sitzen. Man kann auch einfach, wenn man was Kleineres zu besprechen hat, so eine legere Runde machen oder auch mal, wenn man vielleicht mit Vertretern oder mit anderen Partnern was bespricht, kann man das auch gerne hier machen. Hier ist natürlich wie immer so ein bisschen was mit Branding, was wir, ja, kleines Design Guide sozusagen, was wir hier schon mal 3D auch ausstellen wollen. Was man mal sagen kann, wir haben die Ausstellung quasi um die Hälfte reduziert, haben hier unsere Musterfläche untergebracht und die Ausstellung einfach nur noch auf das reduziert. Wie ihr seht, wir sind noch nicht ganz fertig mit unserem Umbau.
Aber ganz wichtig, was schon passiert ist, der Raum fühlt sich komplett anders an. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt. Wenn jetzt aber erstmal die Trockenbauwände drin sind, ja, dann nehmen wir euch natürlich mit und ich zeige euch auch, wie ich mein neues Büro einrichte. Vielleicht habt ihr mitbekommen, denn Frieda hat mein früheres Büro geerbt und ich bekomme ein sonniges Eckbüro. Damit es auch ein richtiges Vorher-Nachher ist, zeigen wir euch gleich noch ein paar Einblender, wie quasi unser Büro vorher war, ein bisschen was vom Arbeitsalltag und das Nachher kommt dann auch bald. Aber ganz wichtig, damit ihr das nicht verpasst, hier unten Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke an. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns. Bis bald, eure Monika.